In den 6 Jahren, die unsere kleine Serie beim Filmfest über Nachhaltigkeit schon läuft, haben wir viele tolle Filme gezeigt. Aber The Story of Plastic ist eins der Highlights. Dieser Film hat auch meinen Blick nochmal auf Kunststoff und Verpackung total verändert. Der Film zeigt, wie perfide es die kunststoffverarbeitende Industrie geschafft hat, ein großartiges Material mit tollen Gebrauchseigenschaften aber so zu platzieren, dass es an allen möglichen Stellen unterwegs ist, wo es eigentlich gar nichts verloren hat. Man kann sehen, wie 1954 schon mit einer Initiative Keep America Beautiful Wege gefunden wurden, um den Menschen zu suggerieren, dass mit dem Geld der kunststoffverarbeitenden Industrie Amerika sauber gehalten wird. Dann hat man in den 70er Jahren Möglichkeiten gefunden, steuerfinanzierte Recycling-Systeme in Amerika aufzubauen. Immer mit der wunderbaren Story, wie sauber doch Plastik ist und den Leuten Lust zu machen, plastikverpackte Lebensmittel, plastikverpackte Konsumgüter zu verkaufen. Mit der Folge, die wir jetzt sehen, alles landet in den Weltmeeren. Man sieht auf den Philippinen ganz tolle Initiativen, die aber im Prinzip hoffnungslos kämpfen. Man sieht Fischer, die 60% Kunststoff in ihren Netzen und nur noch 40% Fisch haben. Man sieht, wie die Welt an diesem Material ertrinkt. Und das verändert den Blick, ist bestürzend, ist schlimm an ganz vielen Stellen, aber es kann, glaube ich, auch ganz viel verändern, weil der Film zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, das Thema auch wieder loszuwerden. Für diese Filme, so wie diese Story of Plastic gemacht ist, haben wir auch diese Reihe gegründet. Also ich empfehle den wärmstens, guckt euch den an.